exotische Ausrüstung in Destiny 2 zu bekommen, ist ja ziemlich einfach. Oder vielleicht doch nicht? Und selbst wenn doch, wie bekommt man genau die Ausrüstung, die man haben möchte und nicht irgendeine zufällig? Und dann ist die Frage, wie bekomme ich exotische Waffen, die ich noch nicht habe? Wie bekomme ich exotische Ausrüstung, die einfach aus den Exo-Engrammen nicht droppen wollen? Genau das zeige ich euch in diesem Video. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da, zumal ich auch noch ein paar Embleme verlose. Und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Aber jetzt geht's erstmal los. Nee, Moment. Das ist falsch. Also, wo bekommt man grundsätzlich überhaupt erstmal exotische Waffen und Ausrüstung her? Da gibt es einmal Xur, den Nebenmaster Raoul. Dann gibt es noch den exotischen Tresor, der direkt zwischen den normalen Tresoren ist. Dort kann man sich auch noch Ausrüstung herausholen. Dann natürlich können am Ende einer Aktivität Exos droppen. PvP, Gambit Strikes oder auch saisonale Aktivitäten. Genauso wie im Season Pass, dort gibt es auch noch exotische Engramme. Dann kann man noch exotische Ausrüstung in Dungeon Raids und vor allen Dingen in Exo-Missionen bekommen. Hier ist es aber auch festgelegt, welche Exo-Waffe ihr dort bekommt. Exotische Ausrüstung werdet ihr dort nicht bekommen, denn Dungeons, Raids und Exo-Missionen sind wirklich nur Aktivitäten, wo ihr gezielt gewisse Waffen herbekommt. Dann gibt es noch verlorene Sektoren, legendär, die müsst ihr solo abschließen. Dort bekommt ihr auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit exotische Ausrüstung, keine Waffen. Dann gibt es noch auf Neomuna die Vex-Übergriffzone. Dort spawnt immer wieder ein Exo Event, sage ich mal, wo ihr am Ende auf jeden Fall eine exotische Ausrüstung bekommt. Und dann könnt ihr noch von jedem Gegner random einfach, selbst wenn ihr nur einen kleinen Leibeigenen tötet, auf einmal ein Exo bekommen. Aber gehen wir mal genauer in die Materie, wie man wo welche Exos bekommt und vor allen Dingen, wie ihr auch gezielt Exos bekommen könnt. Um genauer festzustellen, welches Exo ihr wo bekommen könnt und welches ihr auch bekommen wollt, kann man einen kleinen Trick anwenden. Und zwar gibt es ja bei Xur und auch im Season Pass ein Exo-Engramm. Dieses kann man inspizieren und dort sieht man, wenn man genau reinguckt, alle Gegenstände, die dort rausdroppen können. Das sind alle Gegenstände von Exo-Waffen und Ausrüstung her, die vor Beyond Light gedroppt worden sind oder veröffentlicht worden sind. Wenn man diese Sachen noch nicht hat, werden die in diesem Exo-Engramm droppen. Alles nach Beyond Light kann man entweder in Exo-Quests bekommen oder auch in dem Exo-Tresor, wobei dort auch noch in dem Exo-Tresor gewisse Waffen sind, die ihr nicht aus dem normalen Exo-Engramm bekommen könnt, weil es alte Raid-Waffen sind oder alte Season-Waffen sind. Die müsst ihr dann halt auch dort kaufen, aber das sieht man ja auch in dem Exo-Engramm. Und alles, was nach Beyond Light veröffentlicht wurde in Seasons oder auch in DLCs, seht ihr erstmals oben in der rechts in der Ecke. Dort seht ihr dieses kleine Icon und ihr könnt auf der Map die Zeitachse von Destiny anzeigen lassen. Und wenn ihr dann zu dem Punkt von Beyond Light geht, könnt ihr sehen, welche Icons welche Season war oder welches DLC war. Und somit könnt ihr genau sehen, okay, dieses Icon hat dieses Exo, das ist nach Beyond Light gekommen, also werde ich das wahrscheinlich nur durch diese oder diese Sache freischalten können. Alle Sachen, die nach Beyond Light released worden sind, können in Raids, Dungeons oder wie gesagt durch den Exo-Kiosk errungen werden. Das nur die Waffen. Exotische Rüstung könnt ihr nur durch verlorene Sektoren bekommen. Wenn ihr diese auf legendär abschließt, ist eine 80%ige Chance, dass ihr dort ein Exo bekommt. Wenn ihr aber ein Exo bekommt, ist es 100%ig eins, was ihr noch nicht habt. Noch dazu ist es immer wieder täglich am Rotieren, ob dort jetzt Arme droppen können, Beine, Kopf oder Oberkörper. Das heißt, das kann man nochmal genauer einsehen, welches man haben will. Wenn jetzt zum Beispiel einem noch Arme fehlen, die nur nach Beyond Light kamen, die man nur aus diesen Sektoren bekommen kann, wartet man halt, bis Arme drin sind und dann ist gut, dann geht man da rein und macht das. Wenn ihr das auf Master abschließt, habt ihr eine 100%ige Chance inzwischen, ein Exo-Engramm zu droppen. Aber ihr müsst nicht nur verlorene Sektoren machen und das alleine machen, sondern es gibt ja auch die Vex-Übergriffzone auf Neomuna. Dort werdet ihr am Ende nämlich dieses Exo-Events, was nur ein paar Mal am Tag erscheint, die Chance haben, ein Exo-Engramm zu droppen. Dort droppt immer ein Exo-Engramm und zu 80% waren das, glaube ich, ist es ein Exo, was ihr noch nicht habt. Das heißt, dort ist auch die Möglichkeit, ein Exo freizuschalten für eure Sammlung sozusagen, welches ihr noch nicht habt. Nachteil ist halt dort, dass man nicht unbedingt jetzt gezielt, zum Beispiel jetzt es fehlt noch ein Arm und ich habe jetzt zum Beispiel noch drei Arme, die mir fehlen, dann kann es passieren, dass ihr auf einmal Oberkörper bekommt oder halt den Arm, den ihr noch nicht haben wollt. Deswegen, wenn ihr in der Lage seid, verlorene Sektoren solo zu meistern, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und ihr müsst auch nicht auf Meister machen, legendär reicht voll und ganz. Und solltet ihr gewisse Exos, die auch schon nach Beyond Light released worden sind,
in eurer Sammlung freigeschaltet haben, können diese dann jederzeit auch aus dem Standard Exos rausdroppen, weil sie jetzt sozusagen freigeschaltet sind und somit habt ihr die Möglichkeit, sie halt öfters zu droppen, vielleicht mit besseren Werten, weil die, die ihr vielleicht bekommen habt, nicht wirklich gut sind. Exotische Waffen, wie gesagt, die bekommt ihr durch gewisse Quests, durch den Exotresor, durch Exomissionen, durch Raids und Dungeons, aber das ist dort halt meistens auch nur ein Zufallsdrop und ist nicht unbedingt immer hundertprozentig. Und bei einer Exomission, aber Dungeon und Raid ist halt immer so ein Zufallsding. Aber was ist nun, wenn ihr Ausrüstung freigeschaltet habt für eure Sammlung und ihr habt diesen Gegenstand zum Beispiel nicht mehr im Tresor leider? Denn aus der Sammlung Sachen zu ziehen würde ich nie empfehlen, denn die Werte von den Gegenständen sind meistens sehr, sehr schlecht. Aber man hat jetzt bei Master Raoul mit der Season 22 eine Änderung eingebracht, womit ihr mit bestimmten Ressourcen entweder Exos extrahieren könnt mit gewissen Werten, die auf euren Geist ausgerüstet sind mit der Mod, zum Beispiel mehr Belastbarkeit, mehr Disziplin und solchen Sachen, könnt ihr entweder aus gewissen DLCs die Sachen fokussieren oder, was ein bisschen teurer ist, ihr könnt direkt das Exo rausfokussieren, was ihr haben wollt, in der Hoffnung mit guten Stats. Ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt sehr gefallen. Es hat euch hoffentlich geholfen. Wenn etwas unklar ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Emblemverlosung werde ich am 30. Dezember auflösen im nächsten Video, denn über die Feiertage ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, deswegen ist die Zeitspanne ein bisschen länger. Um ein Emblem gewinnen zu können, müsst ihr, wie gesagt, einfach nur das Video liken, ihr müsst kommentieren, aber euch auf jeden Fall noch schöne Feiertage und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao!